Willkommen bei Eluxia, Zelle 9, Rot 1. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Nice. Oh ja, genau, ich dürfte ja nicht jemanden vergessen. Och. Der Ding zu holen. Sag mir schnell. Wie heißt's? Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Ja, ich will etwas sagen. Hier darf mir auch nicht die Batterie vergessen für den Anzug. Das sind so also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation. Hier war es also. Hier wurde Textprotokoll. Ich hoffe, ich kann es vorlesen. Ah, gut. Ektogenese Kammer B101 Geburt protokolliert. Das müssen wir nicht vorlesen. Das lesen wir nicht vor. Das ist nichts. Nein, das müssen wir nicht vorlesen. Textprotokoll. Beschädigt. Interessiert niemals. Ist nicht story-relevant. Wahrscheinlich. Gehe ich mal davon aus. Hoffentlich nicht. Nice. Also, warte jetzt. Ich habe nicht etwas verpassen. Aber vor allem müssen wir die Energiezellen. Jetzt ist mir das Wort in den Sinn gekommen. Die Energiezellen haben. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß. Aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ja. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter. Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin. Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Da fuck, ist der hier los? Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie durch. Nee, ich wollte nicht durchtreten. Oh, merci. Einem Ort des Landes. Was ist denn etwas gesuchen? So viele Sachen da, nicht mehr gesehen. Haben sie gelebt? Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz. Und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Bzz, 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 bzz. Sorry. Und sie kommen. Oh mein Gott. Ah, oh, was? Kann ich das nicht lesen? Ah. Oh. Alles beschädigt. Zeug da. Was ist das nicht? Gut, okay, das ist alles neu, aber das haben wir alles schon gehört. Du Hure, so fliegen! Excuse, jetzt ist das ein Fliegen drin, der mich nervt. Die ganze Zeit nie fliegen kann.
Entweder ist Schweine heiß oder es ist Fliegen oder Mücken oder irgendein so ein Scheiß. Ich weiß doch nicht, was man sagt. Nee, was? Jetzt oh. Lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater! Nach dem, was passiert ist, kann ich das Gott, leider nicht tun. Schick. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde! Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch! Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Ich weiß auch nicht, warum ich es jetzt hier mache, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich müsste ein bisschen mehr Zeug haben. Einfach mal so aus Gründen. So. Ich muss nicht vorne nehmen. Keine Gefahr geortet. He? Okay, da geht es nicht rein. Aber Energiezellen müssen die wahrscheinlich irgendwo draußen sein. Gar nicht mal davon aus. Haben Sie das vorhin gerade gesehen? Da? Leider entlassen. Das aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen. Na? Und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Oh, sie waren gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Jo. Das hätte man nicht haben, das Problem. Voll geil. Irgendetwas Grossartiges passiert jetzt da gerade, ich weiß es. Noch ein Rätsel, das ich irgendwie lange brauchen kann. Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Willkommen, Schüler. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an eurem Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Hallo, mein Kind. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo Offline. Apollo Offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Also ich weiß nicht. Kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Es ist wirklich creepy gerade im Moment. Wirklich extrem creepy. Ja, aber... Komm! Hey! Ja, was ist jetzt nicht. Was? Ja, hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Oh, hey, Samina. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Fehlfunktion. Apollo offline. Ja, wie viel muss ich das noch sagen? Das ist das Letzte. Also, Apollo Fehlfunktion. Apollo Offline. Be Real von Cypress Hill ist da gewesen. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Ja, dein okay. Erster Schultag. Es gibt so viel zu... Hallo, mein Kind. Okay, gut. Mein Name zu langweilig. Ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Apollo. Apollo offline. Jetzt gehen wir in The Hive.
Crossover. Horizon Zero Resident. Holy fuck, was? Das klingt wichtig. Ja. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Da nicht. Pseudowissenschaftliches Klapper. Das ist ging lustig in den Spielen, aber das muss man nicht alles vorlesen. Ja, warum nicht? Achtung jetzt. Jetzt aber. Elizabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Wow. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth. Oh. Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die ihn... die alle von ihnen halten sollen. Ihr, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh! Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. Wow. Wow. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest 2, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm.
Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Ja gut, also machen wir doch das. Boah, jetzt ist mir vorher gerade richtig kalt. Es hat richtig Hühnerhaut gegeben. Krass. Wirklich krass. Das Spiel ist wirklich krass. Einfach ging noch absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Boah, kann ich jetzt, Sie huren schnell, was ist jetzt los? Holy, was geht jetzt ab da? Ja, aufmachen. Ob schnell, schnell. Ich will wissen, was, wie es weiter geht. Los. Yeah. Ah, auf, okay. Über, zack. Komm. Hopp, zack, rein. Sehr schön. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel noch lange nicht fertig ist. Einmal hauptstory-mässig. Gut, wir sind zwar relativ weit, gar nicht mal davon aus. Interessant, genau. Nein, ich will noch nicht raus. Ich will zuerst schauen, was da noch losläuft. Was? Okay. Da ist der Ausgang. Aber von da sind wir gekommen. Okay. Oh, ist gut. Sind wir wirklich von da gekommen? Ich glaube es. Oh nein. Wie viel Skit wieder, hä? Die andere hat jetzt völlig fast Splim schiessen. War klar gewesen. Eloy, vergib mir! Vergib mir! Ja. Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Eloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Nein, jetzt eh nicht. Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun. Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora. Oh nein, bitte. Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora. Ja, merci. Er ist ausgestoßene. Jetzt das? Ich will nicht verehrt werden. Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier. Überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Eloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Fucking epic. Wirklich fucking epic. Aber das wurde geschnurrig mit den Augen. Religionstussen, das gibt es so auf einen Sack im Fall. Oh nein, Und was? Questmenü. Nein, nicht deaktivieren, jetzt machen wir die morgen fertig. So. Was hat jetzt der gesagt? Das ist gesehen. Fertigkeitspunkt. Oh mein Gott. Oh, 4. Oh mein Gott. Okay, warte jetzt. Ausbeschaffen wir Rohstoffe. Das wäre natürlich nicht schlecht. Reitmaschine rufen. Plus, ruft eine neue Brückbahn. Wenn keine andere verfügbar ist. Oh, Kampfüberbrückung. Kampfüberbrückung. Unbedingt brauchen wir jetzt Kampfüberbrückung. Verlängerte Überbrückungsmaschine auf begrenzte Zeit. Yes.
das ist klar. Das Doppelschuss. Ah, das wäre auch geil gewesen. Ja, das ist egal. Wir kommen auch noch genug dazu, Tiago aus der Geschichte zu machen. Das ist super. Schatzkistli. Alles auf. Brauchen wir da. Was? Kein Spezialobjekt. Notizbücher. Das haben wir alles schon gesehen. Und weiter geht's. 3400 Meter. Holy shit. Ja, Mörder, jetzt schweig doch mal. Das Religionsgeschnurr da drin. Aber das ist ja schon eine Gesellschaftskritik, würde ich auch meinen. Ein Spiel, wirklich. Oder seht ihr das anders? Schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich wollte eigentlich nicht dazu auf, sollte ich vielleicht mehr machen. Schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie das Spiel auf euch wirkt. Was man da davon kann lernen. Es ist halt immer ein bisschen, also ich finde es ist sehr schön gemacht. Gesellschaftskritisch. Finde ich super. Finde ich gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Sehr schön, dass es noch genug Pflanzen sind, die wir gar keine mitnehmen können. Sonst haben wir eigentlich ausrüstungsmässig genug Zeug dabei. Eigentlich nicht so schlecht, wenn du mich fragst. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Oh, ja, super. Das war zu hoch gewesen, hä? Jetzt ist doch da einer noch so ein himmeltrauriger. Dann wird die speichern. Jetzt mal kurz schauen, da kann man sicher etwas verkäuferle, ein bisschen. Verkaufen. Ja, einfach bei. Nein! Nicht Rutenfleisch verkaufen, Scheißdreck. Ah, oh, was mache ich denn? Gar nicht so viel, ne? Auch nicht so schlimm. 1800. Was habe ich wieder? Zu wenig? Ganz sicher zu wenig. Zu wenig Ding. Ah, oh, genau so. Ja, genau das meine ich. Mehrere verkaufen, alle. Mehrere verkaufen, alle. Etc. mehr oder weniger. More or less, das war es. Gratis Probekiste. Nein, nicht. Was? Kann ich jetzt Rohstoffe? Munition brauche ich gerade nicht. Outfits. Dieser da nehmen wir noch was. Ist gut. Rohstoffe, Draht. Aus dem Keim kann man nie genug haben, natürlich. So, noch 20 so. Das reicht, glaube ich, wahrscheinlich für Anfang. Jetzt brauchen wir ein Reittier, weil ich will nicht laufen. Scheiss mich an. Obwohl. Wieso machen wir nicht hier schneller eins gerade? Hä? Genau. Okay. Lagerfeuer. Reisen. Ja.